leben auf ihm, dem Boden. Andere leben in ihm. Boden ist lebendig. Unsere Lebensmittel wachsen in fruchtbarer Erde. Ob Zwiebeln im eigenen Garten, Beeren oder Getreide auf den großen Äckern der Landwirte. Doch er ist in Gefahr. Sandstürme, Versteppung, Erosionen drohen. Denn unser Boden ist verwundbar. Ja, unser Boden, Lebensraum für Millionen von Lebewesen. Dass er dadurch eben auch gerade verwundbar ist, darüber denken wahrscheinlich die wenigsten von uns nach. Herzlich willkommen zu Planet Wissen. Wir denken ja immer, der Boden ist einfach da. Aber ganz so einfach ist es eben nicht. Nee, man muss ihn hegen und pflegen, damit er uns überhaupt auch in Zukunft immer so reichen Ertrag bringt. Man muss ihn schützen. Und das macht man unter anderem sogar mit Tricks, die man schon vor Jahrhunderten, zum Beispiel in Amazonien, gelernt hat. Wie dramatisch die Folgen sein können, wenn man das natürliche Gleichgewicht des Bodens stört, das hat unser erster Gast am eigenen Leib bitter erfahren. Und so viel kann ich schon mal verraten. Seine Geschichte ist spannend wie ein Krimi. Ein 19 Hektar großes Maisfeld nordöstlich von Berlin. Futter für 175 Milchkühe der Produktivgesellschaft Dannenberg. Geschäftsführer Jens Petermann bei den letzten Arbeiten des Tages in seinem Kuhstall. Es ist der 22. August 2007. Ein Regenschauer naht. Der dritte innerhalb von 10 Tagen. Obwohl 2007 ein Jahr der Wetterextreme ist, gibt es in Ostbrandenburg nur normale Regenschauer. Doch dieser hier wird Landwirt Petermann zum Verhängnis. Auf seinem Maisacker nimmt der Boden kaum Wasser auf. Alles läuft an der tiefsten Stelle zusammen. Eine Katastrophe bahnt sich an. Produktivgesellschaft Dannenberg, Petermann. Was? Auf welchem Acker? Ungläubig stürzt Jens Petermann zu seinem Maisfeld. Er traut seinen Augen kaum. Dieses Ereignis wird alles verändern. Stunde Null, wird er später sagen. Metertiefe Erosionsrinnen hat der Regen in sein Feld gespült. An der tiefsten Stelle brach der Ackerboden einfach zusammen. Monatelang ist er fassungslos, studiert immer wieder die Fotos, die er vom Tatort gemacht hat. Wie konnte das geschehen? Ja, das wollen wir natürlich wissen, aber wir wollen Schritt für Schritt vorgehen und ein bisschen Detektiv spielen. Herr Petermann, Sie sind jetzt bei uns. Schön, dass Sie da sind und helfen uns bei diesem Detektivspiel in Anführungszeichen. Ja, ich bedanke mich erstmal für die Einladung. Gerne. Wir sind jetzt mal sehr gespannt. Also die Frage, die gerade im Film gestellt wurde, war ja, wie konnte das passieren? Sind Sie sozusagen nicht nach bestem Wissen und Gewissen mit Ihrem Boden umgegangen? Also ich habe gedacht schon. Als ich die Böden 2003 übernommen habe, hatten sie ein Humusgehalt von 1,5%. Das wird nicht jedem Zuschauer was sagen, aber es ist kein hoher Humusgehalt. Mit dem heutigen Wissen weiß ich, dass diese 1,5% dafür stehen, dass der Boden nicht mehr sehr viel Biologie hat. So, und ich habe ja versucht, jetzt zu recherchieren und rauszubekommen, warum das so war. Und durch diese schwindende Biologie, durch die fehlende Biologie und der weiteren Bewirtschaftung, so wie wir sie kennen, kommt es einfach zu Ungleichgewichten. Das Gleichgewicht des Bodens wird durch Nährstoffgaben aus dem Gleichgewicht gebracht. Und dadurch wird der Boden instabil. Er verliert seine Struktur. Und wenn das Wetter dann so krass kommt, wie es in dem Fall war, dann passiert's. Was ist das denn für ein Gefühl, wenn einem Landwirt die Existenzgrundlage, also der Boden, genommen wird? Also was haben Sie als erstes gedacht, als Sie diese Schäden gesehen haben? Ja, als erstes habe ich wahrscheinlich gedacht, wie gut, dass ich nicht im Gebirge wirtschafte, weil wir nicht so sehr viel Hangflächen haben in unserem Betrieb. Aber vielleicht war es doch ganz gut, dass wir diese Hangfläche hatten, weil durch diese Hangfläche bin ich dann natürlich auf diesen
Prozess aufmerksam geworden und bin dadurch sensibilisiert worden, einfach zu gucken, woran kann das jetzt hier gelegen haben. Sie wissen natürlich, was jetzt zu tun ist. Wir werden es im Laufe der Sendung auch noch erfahren. Ganz genau. Wir tasten uns immer weiter an das Problem ran und versuchen es über die Sendung verteilt zu erklären. Aber sagen Sie uns doch vorher noch mal eins, waren Sie denn der Einzige, dem sowas passiert? Oder passiert das auch Ihren Kollegen? Hatten Sie davon schon mal gehört? Ja, ich habe erwähnt, dass bei uns in der Ecke die geologische Lage jetzt so ist, dass wir nicht unheimlich viel Hanglagen haben. Und wenn Sie ein Problem auf der Ebene, auf der Fläche haben, dann nehmen Sie das nicht so wahr wie an einem Hang. Sie werden dann feststellen, dass es in Betrieben, die ebene Flächen haben, die werden nicht sehen, dass dort irgendwas schieflaufen könnte. Aber man darf eins nicht vergessen, das, was bei mir im Tal passiert ist, passiert ja auf der Ebene genauso. Also weil auf der Ebene etwas nicht stimmt, gab es bei mir im Tal dieses Problem. Und diesem Problem auf den Grund zu gehen, das halte ich eben für die wichtigste Aufgabe, um das Ereignis zu verhindern. Dann gehen wir jetzt noch mal raus mit der Kamera, mit Herrn Petermann, und zeigen das mal an zwei Flächen, wann es problematisch werden kann. Und wir zeigen auch, dass Erosion ja nicht nur gefährlich für Bauern werden kann. Jedes Frühjahr kann man in deutschen Landen ein Phänomen beobachten. Ein Teil der Äcker ist grün, also bewachsen. Andere Felder dagegen sind braun, also ohne Bewuchs. Wir haben eine Stelle gefunden hier, wo wir beide Varianten des klassischen Ackerbaus sehen. Wir haben auf der einen Parzelle Winterweizen, auf der anderen Parzelle, da hat der Bauer reinen Tisch gemacht. Er hat vorm Winter den Acker umgepflügt. Er hat das Unterste zu Oberst gedreht. Wir sehen keinen Bewuchs, wir sehen keine Pflanze. Und der Acker war natürlich über Winter so allen Einflüssen der Natur ausgeliefert. Also Winderosion, Wassererosion. Und die Folgen dieser Ereignisse können wir dann hier ganz anschaulich sehen. Man sieht hier gerade an dieser Stelle wunderschön die Kraft des Wassers, die über Winter dafür gesorgt hat, dass durch Regenfälle, durch ansammelndes Wasser die feinen Bodenteilchen von dieser Stelle eigentlich für immer weg sind. Die sind abgeschwemmt, die sind nicht mehr da, wo sie sein sollen, und der Boden hat einfach an Wert verloren. So, und wenn ich das jetzt mal hier nehme, dann passiert Folgendes, wenn der Wind kommt. Nicht nur der Regen. Auch der Wind trägt den Boden davon. Auf Nimmerwiedersehen. Immer häufiger kommt es in Deutschland zu Sandstürmen. Der Staub, der den Autofahrern die Sicht nimmt, ist kein Sand aus der Sahara, sondern Erde von benachbarten Feldern. Wertvoller Boden, der für den Ackerbau nun verloren ist. Und immer wieder verursachen diese Sandstürme Unfälle oder gar Massenkarambolagen, so wie hier in Rheinland-Pfalz. 2011 sterben auf einer Autobahn bei Rostock 8 Menschen. 130 werden verletzt. Ja, also nicht nur gefährlich für Landwirte, sondern auch für uns normale Bürger kann sowas ganz schön ins Auge gehen. Gibt es da eigentlich irgendwie eine Haftung dann für? Also wer wird dafür verantwortlich gemacht? Mussten die Landwirte möglicherweise Haftung übernehmen? Nein, also es gibt in dem Fall keine Haftung, weil wir bewegen uns völlig im gesetzlichen Raum. Also wir machen auf dem Acker nichts anderes als unsere Vorfahren. Wir bewirtschaften die Flächen nach gängigen technologischen Verfahren. Warum soll das gesetzlich belangt werden? Aber vielleicht müssen wir umdenken, vielleicht müssen wir einfach überlegen, dass mit unseren Böden, wenn wir sie weiter so bewirtschaften, etwas verkehrt läuft. Wir sollten versuchen, die Bodenoberfläche besser zu schützen, vor Austrocknung zu schützen, damit dann praktisch der Boden nicht so verletzbar und angreifbar wird. Also es sollte klar gar nicht so weit kommen, aber wenn man jetzt trotzdem dieses Problem schon kennt, man könnte sich ja auch Lösungen überlegen, dass man diese Äcker abdeckt oder halt nicht so offen da liegen lässt. Wäre das noch eine Möglichkeit? Sie dürfen eins nicht vergessen, wir sind auch in der Agrarbranche, ist das ein knallhartes Geschäft. Die Gewinnspannen, die sind nicht so riesig groß, dass man jetzt anfangen könnte, mit sehr viel Geld neue Verfahren zu etablieren. Also muss man irgendwie versuchen, altes Wissen neu anzuwenden und versuchen, das im Kontext auch mit einer Existenz und mit dem Geld verdienen, das so umzusetzen, dass der Boden geschützt wird und so Ereignisse vermieden werden. Mhm.
Also das scheint ja auch das zu sein, was das Problematische ist. Ne? Je mehr wir hören und mitkriegen von Kritikern, die eben auf die Sandstürme und Erosionen verweisen, desto mehr müsste man im Grunde Geld investieren. Ist das schon mal etwas, was sich einfach ausschließt? Weil jeder Landwirt auch unter dem Druck steht, Profit zu machen und das schwierig ist heutzutage? Ja, ich glaube, wir sind jetzt in der misslichen Lage, etwas festzustellen zu einem Zeitpunkt, wo wir vielleicht nicht über die größten finanziellen Mittel verfügen. Ich habe die Erfahrung gemacht bei mir, es geht wirklich um Biologie. Es geht darum, die Biologie in die Böden zurückzuholen. Und dafür muss man eine Menge tun. Und das passt aber nicht unbedingt in den Kontext der jetzigen Marktfruchtproduktion. Mhm. Das beißt sich. Oft gehört der Boden gar nicht denjenigen, die ihn bewirtschaften. Und Sie sagen, das ist ein Problem. Warum? Das ist deshalb ein Problem, weil ich der Überzeugung bin, wenn der Boden von dem bewirtschaftet wird, der ihm auch gehört, dass der zeitnah und schnell mitbekommt, wenn sich sein Boden verändert, im Positiven wie im Negativen. Und wenn es dann im Negativen ist, dass er rechtzeitig reagiert. Also so wie früher der Bauer viele Flächen belaufen hat und vieles mit den Augen und mit den Füßen erlebt hat, das werden wir in der Neuzeit nicht mehr haben. Und deswegen ist es ganz wichtig, jemanden zu finden, der diese Fähigkeit noch besitzt. Wichtig für die Qualität des Bodens ist auf jeden Fall, wie wir ihn bewirtschaften. Und da gibt es eine Art, dies zu tun, die schon Jahrtausende alt ist. In jahrzehntelanger Arbeit auf dem Feld hat Adolf Dänecke tiefe Einblicke in den Boden gewonnen. Mit Hilfe eines alten Weidepfahls zeigt der Landwirtschaftsmeister, was in einem gesunden Boden abläuft. An diesem Zaunpfahl kann man sehr schön erkennen, wo Stoffwechsel in der Erde stattfindet. Es ist immer der Bereich zwischen der Grasnarbe und ungefähr 15 cm nach unten. Darunter ist das Holz noch relativ gut in Ordnung. Man könnte es sogar noch gebrauchen. In diesem Bereich aber, wo Makro- und Mikroorganismen stoffwechseln und die organische Substanz umbaut in Humus, hier tobt das Leben. In einem Hektar Boden leben rund 10 Tonnen Bakterien. Die Fressorgien im Untergrund kann der Mensch anregen, aber auch empfindlich stören. Mit Folgen für den Boden. Bis in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts pflügten die Bauern mit Pferden ihre Felder. Dabei konnten sie nicht viel falsch machen, denn die Pflugscharen kamen nur bis 15 cm in den Boden hinein. Und hier. Heute pflügen die Landwirte dank ihrer PS-starken Schlepper wesentlich tiefer. Adolf Dänecke hat als Lehrling noch selbst mit dem Pferd geackert. Das motorisierte Tiefpflügen sieht er mit großer Skepsis. Ich kontrolliere hier noch einmal die Arbeitstiefe des Pfluges, wobei ich dann feststelle, dass die Arbeitstiefe hier bei 30 cm liegt. Wir haben in der oberen Schicht, diese oberen 15 cm, die mikrobiell Humus bildet. Die wird hineingetragen in einen Bereich, wo sie nicht mehr stoffwechseln kann. In dieser Tiefe sitzen nun auch humusbildende Organismen. Schlecht für den Boden, denn da unten bekommen sie keine Luft mehr. Längst gibt es Alternativen zum Pflug. Also Ackergeräte, die den Boden nicht herumdrehen. Zum Beispiel diesen Tiefenlockerer. Er hebt den Boden an, lässt aber die Erdschichten so, wie sie sind. Für die Lebewesen heißt das weit weniger Stress. Eine sanfte Bodenwelle läuft über den Acker. Wir begrüßen jetzt einen Landschaftsgärtner, dem gesunder Boden auch ganz besonders am Herzen liegt, Volker Kranz. Herzlich willkommen. Wir haben ja jetzt gerade schon gesehen, was für massive Schäden der Pflug anrichten kann. Jetzt ist die Frage, was wiederum ist überhaupt der Nutzen von so einem Pflug für den Boden?
Ja, also muss man vielleicht ein bisschen ausholen sozusagen auf die Geschichte des Pflügens. Also früher war es ja so, wir haben im Grunde genommen Wälder gehabt, zum Beispiel, die gerodet wurden. Da musste ich dann den Boden lockern. Da war ein Pflug möglicherweise am Anfang sinnvoll. Oder wir haben irgendwelche Steppen gehabt, die fruchtbar gemacht werden sollten. Da haben die Pflüge aber, wie wir das gerade bei dem Pferd gesehen haben, nur ganz dünn gearbeitet. Das heißt, ich habe dann ein Feld gehabt, was relativ offen war. Ich konnte die Unkräuter umdrehen. Die habe ich also verschwinden lassen und ich habe Sauerstoff in den Boden gebracht. Und das war, sagen wir mal, zumindest in den Anfängen der Landwirtschaft wahrscheinlich sinnvoll. Mhm. Nun fällt auf, dass unsere Kultur sehr eng mit Technik verbunden ist, schon seit Jahrtausenden. Warum? Ist das die einzige Möglichkeit, tatsächlich ein Feld zu bestellen? Nee, es gibt natürlich ganz viele andere Methoden, aber das war in den Anfängen halt die einfachste. Also das geht ja nachher, wenn man im alten China guckt, da war es sogar so, dass der Kaiser einmal im Jahr zeigen musste, ich pflüge mein Feld, um damit die Verbundenheit zu seinem Volk darzustellen. Also das war wirklich eine ganz wichtige Kulturhandlung. Und ich denke, das hat auch ein bisschen damit zu tun, wir beherrschen Dinge. Also ich beherrsche die Natur und setze dafür Technik ein und kann dann relativ klar sagen, ich fahre jetzt mit meinem Pflug über den Acker und bekomme bestimmtes Ergebnis und kann dann loslegen mit meinen Pflanzungen. Mhm. Also ich glaube, das macht es erstmal scheinbar einfach und machte vielleicht vor 2000 Jahren auch Sinn. Ja, und die Frage ist, ob das heute noch sinnvoll ist. Und ob man es auch anders hinkriegen könnte. Genau, weil das geht natürlich auch. Wie sieht es bei Ihnen aus als Mann der Praxis? Wie pflügen Sie? Ja, also ich pflüge wirklich nur noch ganz selten. Und ich denke, viel wichtiger ist zu hinterfragen, wenn ich plane, eine Maßnahme zu machen auf dem Acker, dann muss ich vielleicht darüber nachdenken, wie ich die Störung, die ich verursache, so schnell wie möglich wieder, wie ich dieser Störung so schnell wie möglich wieder auf die Beine helfe. Mhm. Also das Pflügen und auch der Gruppe ist eine Störung und wie beseitige ich die Störung am besten? Wenn dann lange Zeit nichts passiert und die Pflanzen und die Tiere den Lebensraum nicht zurückerobern können, dann reden wir von einer längerfristigen Störung mit allen Folgen. Also ich kann an der Frequenz drehen, wie oft ich pflüge. Ich kann aber auch am technischen Gerät was ändern. Was halten Sie von diesem Tiefenlockerer, den wir da gesehen haben? Ist das eine gute Lösung oder bedeutet der für Sie vielleicht auch den einen oder anderen Nachteil? Er bedeutet Vor- und Nachteile. Also ein Nachteil ist, wenn ich es zu einem Zeitpunkt mache, wo der Boden nicht bewachsen ist und der Boden vielleicht dann noch feucht. Ich darf eins nicht vergessen, wenn ich etwas durch den Boden ziehe, schaffe ich eine Verdichtung um das Werkzeug. Und wenn hinterher niemand da ist, der sich um diese Verdichtung kümmert und der aber auch die Lockerung sozusagen erhält, dann kann auch eine Tiefenlockerung kontraproduktiv sein. Genauso sehe ich das mit dem Pflügen. Wenn der Pflug die Maßnahme der Not ist, dann gilt es hinterher dafür zu sorgen, dass der Boden wieder schnell verbaut wird. Wie sieht denn das bei Ihren Kollegen aus? Ich meine, die meisten verwenden ja sicherlich so einen klassischen Pflug, der auch so tief geht. Hat man da ein Bewusstsein für dieses Problem? Also ich würde jetzt nicht davon reden, dass da kein Bewusstsein da ist. Aber ich glaube, dass in unserem Bewusstsein der Landwirte die Bodenbiologie in den letzten Jahren ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden ist. Ich bringe mal einen Vergleich. Der Boden ist aus meiner Sicht, wenn ich ein Haus baue, ist der Boden der Ziegelstein. Und das Bodenleben, die Bodenbiologie, ist der Mörtel. So, und wir haben in den letzten Jahren den Mörtel verloren. Also das heißt, unser Haus steht noch, aber wenn es an einem Hang steht, beziehungsweise im Wind, dann fällt das Haus zusammen. Also wir müssen sehen, dass wir die Steine wieder mit Mörtel füllen. Und das kann nur das Bodenleben. Jetzt verwenden wir den Begriff Boden ja ganz selbstverständlich. Und jeder stellt sich natürlich auch was drunter vor und weiß, was es ist. Aber wissen wir das wirklich so genau? Was ist denn Boden eigentlich und wo kommt der her? Sonne, Regen und Wind wirken auf das Gestein ein und zersetzen es. Frost sprengt es auf. Feuchtigkeit und Kohlendioxid aus der Luft dringen ein. Kohlensäure entsteht. Damit beginnen chemische Verwitterungsprozesse. Die Säure löst Calcium und Magnesium aus dem Gestein und liefert Pflanzen Nahrung. Hohlräume und Poren entstehen für das Wurzelwachstum. Eine Einladung für Moose, Flechten und andere Pflanzen, sich anzusiedeln. Neuer Boden entsteht. Und mit ihm der Lebensraum für Bakterien, Pilze und faszinierende Kleinstlebewesen.
Wie vielfältig das Leben in der Erde ist, sieht man an einem Stück Waldboden. Tote Blätter werden von Pilzen und Bakterien regelrecht skelettiert. Auch Asseln und Tausendfüßler sind beteiligt. Mit dem Kot gelangen die grob aufgespaltenen Pflanzenreste ins Bodeninnere. Winzige Milben machen sich darüber her. Urtümliche Springschwänze. Alle sind wahre Recyclingmeister und arbeiten Hand in Hand. Fadenwürmer, Einzeller und wieder Bakterien. Immer weiter lösen sich die Pflanzenreste auf, bis neuer Humus und Pflanzennährstoffe entstehen. Ein genialer Kreislauf. Herr Petermann, was da so rumwuselt im Boden, das bezeichnen Sie als Immunsystem. Können Sie uns das mal erklären? Ich würde es so erklären. Der Boden, unbelebt und pflanzenfrei, der hat keinen Stoffwechsel. Erst die Pflanzen und das Bodenleben sorgen für den Stoffwechsel im Boden. Wenn wir jetzt also Stoffe auf den Boden bringen und diese Stoffe verstoffwechselt werden sollen, dann geht das nur mit Lebewesen. Jedes einzelne Lebewesen hat ein Immunsystem. Und die Summe aller dieser Immunsysteme macht letztendlich das Immunsystem des Bodens. Das heißt, wenn der Boden voll Biologie ist, dann verfügen wir über ein großes Immunsystem, auf dem letztendlich dann auch die Pflanzen zurückgreifen können und gesund wachsen. Das ist, finde ich, ein ziemlich schönes Bild, dieses Immunsystembild. Hier haben wir mal ein bisschen Boden, Erde, Wurm-AA, wie Sie es auch immer nennen wollen. Und wenn ich jetzt hier so eine Fingerspitze voll nehme, muss man sich wirklich vorstellen, das sind Millionen von Organismen, die sich da drin tummeln, also quasi das pure Leben. Herr Petermann, wie lange dauert das denn, bis neues Leben in einem Boden entsteht? Also wenn man da so eine ganz tiefe Schicht von unten hat und die ja so ziemlich tot dann ist, wie lange würde es dauern, bis es da auch wieder wuselt? Ja, wir sprechen sozusagen vom Bodenaufbau. 2000 Jahre für 10 Zentimeter. Oh. Und das wären bei 45 Arbeitsjahren circa 44 Hofübergaben. Also 44 Generationen würden daran schaufeln, diese 10 cm wiederherzustellen. Und deswegen finde ich das wirklich sehr bedenklich, wenn davon 10 cm verloren gehen, sich einfach mal zu überlegen, wie lange das dauert, bis man die wiederbekommt. Aber könnte man da nicht einfach ein bisschen Humus draufgeben und das Ganze dann beschleunigen, dass sich das dann mit diesen anderen Schichten schnell vermischt? Ich glaube, wir können uns einfach nicht vorstellen, welchen Umfang wir bis dato dann schon verloren haben an Biologie. Und um diesen Umfang wiederherzustellen, bedarf es doch ein bisschen mehr als ein oder zwei Jahren. Ich glaube, das sprengt unsere Vorstellungskraft. Wir müssen uns damit abfinden, dass, wenn wir sie verloren haben, auch lange brauchen, um sie wieder zu bekommen. Herr Kranz, wie ist das denn, wenn wir jetzt diese Welt der Kleinstlebewesen, der Mikroorganismen, also dieses Immunsystem, wenn wir das jetzt mit Pestiziden bombardieren? Da freut sich, glaube ich, außer die Industrie niemand drüber. Also es ist eigentlich relativ klar, wir haben ja ein komplexes Gefüge aus Pflanzen, Mikroorganismen, kleinen Bodenlebewesen. Und in dem Moment, wo ich anfange, mit Chemie da drauf zu gehen, ist ja auch ein bisschen der Sinn der Chemie, werden Dinge abgetötet. Und selbst wenn ich also nicht direkt den Regenwurm erwische, ne, also wenn der das möglicherweise überlebt, dann gehe ich natürlich in die Nahrungskette und töte Dinge um ihn herum ab. Also das, denke ich, ist das eine Problem. Ich greife in Gefüge ein, was so komplex ist, dass das, glaube ich, kein Mensch im Moment zumindest wirklich nachvollziehen kann. Und das andere Problem ist, wenn man solche Sachen testet, dann sieht man vielleicht, okay, der Wurm überlebt, aber ich sehe gar nicht, was ich an dem Wurm noch manipuliert habe. Mhm. Manchmal kommt es dann raus. Ne? Also bei Regenwürmern weiß man zum Beispiel, dass bei bestimmten Pestiziden das Fressverhalten anders wird. Also die nehmen anders Nahrung auf, bauen auch andere Gänge. Also man sieht, da ist irgendwas im Busch, aber man weiß eigentlich nicht genau, was. Und deswegen kann man im Grunde wirklich nur grundsätzlich sagen, lass die Chemie raus aus den Böden. Die richtet bestimmt nichts Gutes an. Mehr zum Thema Boden haben wir im Übrigen noch auf unserem Internetangebot für Sie. Zusammengefasst planetwissen.de, also wie man Boden schaden kann, wie man ihm Gutes tun kann und was da überhaupt drin lebt im Boden. Aber im Boden muss ja nicht immer nur auch was leben. Boden kann ja auch so richtig tot sein. Und das hat dann schwerwiegende Folgen.
Jana Epperlein von der Gesellschaft für konservierende Bodenbearbeitung nimmt in Jens Petermanns Landschaft Proben. Vergleicht diesmal eine Wiese mit Boden, wie es ihn 2007 auf seinem erodierten Maisacker gab. Hier ist nur ein Einzelkorngefüge, also das zerfällt sofort in der Hand. Es ist nicht strukturiert, im Gegensatz zu diesem Boden, der eine Struktur mit sehr runden Krümeln hat. Diese Krümelstruktur gibt dem Boden Stabilität, da die Bodenkrümel fest zusammenkleben, verbaut sind und damit eben nicht auseinanderfallen. Verantwortlich dafür sind Bodenorganismen wie Milben. Gibt es organischen Dünger, verbauen und verkleben sie die einzelnen Sandkörnchen. Es entsteht eine fruchtbare Bodenstruktur. Kommen Bakterien, Schleim und Pilzfäden dazu, werden die Krümel weiter verfestigt. Wie reagieren Böden mit dieser Struktur bei Niederschlägen? Ein Test simuliert die Regenfälle von 2007 bei Jens Petermann. Deutlich zu sehen, der Wiesenboden saugt sich voll. Nur wenig Boden wird ausgewaschen. Die Krümel halten zusammen. Bei der schlechten Bodenstruktur kann das Wasser nicht in den Boden eindringen. Der Boden hält das Wasser nicht fest. Und damit staut es sich an der Oberfläche. Und umso mehr Regen fällt, dann wird der Boden weggeschwemmt. Und so ähnlich könnte es auch bei Herrn Petermann gewesen sein. Ja, wir sind ja detektivisch auf der Spur nach dem Grund für die Erosion auf Ihrem Acker, Herr Petermann. War es fehlendes Leben im Boden? Es war eine Kombination aus fehlendem Leben im Boden und die Wirkung der bis dato unternommenen Düngungsmaßnahmen. Sie müssen sich vorstellen, wenn das Bodenleben fehlt, in dem Maße, wie wir das normalerweise brauchen, dann greifen alle Düngungsmaßnahmen zusätzlich ins Gleichgewicht. Und diese Düngungsmaßnahmen, in meinem Fall war es Staldung. Da würde jeder Bauer sagen, Staldung ist doch der perfekte Dünger. Ja. Aber in diesem Fall ist es eine unangepasste Staldung-Düngung gewesen, die immer noch in den gesetzlichen Rahmen passt. Weil? Was ist an der anders als an... Na, es gibt eine Düngeverordnung und in dieser Düngeverordnung wird klar geregelt, was ich darf und was ich nicht darf. Aber wenn ich innerhalb dieser Verordnung dünge, dann habe ich ja erstmal nichts verkehrt gemacht. Aber in meinem Falle ist trotz der Düngung innerhalb dieser Richtlinie der Boden derartig in sich geschädigt worden. Und das Gefährliche ist, das passiert nicht nur bei Staldung, das passiert auch ganz besonders bei Gärsubstrat aus Biogasanlagen oder auch bei der normalen Mineraldüngung. Also wenn die Düngung an den Boden, an den Standort nicht angepasst ist und die Biologie fehlt, dann wird der Boden noch zusätzlich in seiner Struktur geschädigt und zerfällt. Das heißt, Sie hätten eine andere Düngung nehmen müssen oder lieber gar keine? Ich hätte die Düngung verstehen müssen. Ich glaube, in dem Moment, wo ich weiß, welche Nährstoffmengen zu welcher Jahreszeit, zu welcher Vegetationszeit welchen Schaden oder auch Nutzen anrichten, geht es in die richtige Richtung. Mhm. Wenn ich diese Zusammenhänge nicht kenne und ich mache eine Düngemaßnahme, von der jeder weiß, dass die gesetzkonform ist, kann die trotzdem fatale Folgen haben. Fällt mir jetzt gerade ein, wie beim Menschen, man nimmt irgendein Präparat ein, das vielleicht gut ist, aber nicht, wenn man sowieso schon zu viel davon hat. Ja. Ich glaube, man kann durch diese Diskussion sehr gut verstehen, welches enorme Wissen hinter Landwirtschaft steckt und welche große Verantwortung jeder Landwirt auch hat. Herr Kranz, lassen Sie uns mal rübergehen. Mhm. Wir haben dann nämlich so verschiedene Bodenproben aufgebaut und wollen uns mal zwei explizit angucken. Zu diesen kleinen schwarzen Häufchen kommen wir später noch. Mhm. Lassen Sie uns erstmal diese beiden angucken. Kann überhaupt ein Laie, jetzt kein Landwirt, ein Laie daraus schließen, welcher Boden ist gut, welcher ist schlecht, in welchem Zustand ist er? Ja, also ich denke, ich brauche auf jeden Fall einen Vergleich. Also hier haben wir quasi zwei Böden von einer Fläche. Das ist direkt vom Acker und das ist 2 Meter neben dem Acker entnommen worden. Und da denke ich, sieht auch der Laie, also dieser Boden ist relativ fest. Ich habe also hier diese dicken Klumpen. Mhm. Und er ist vor allen Dingen, das kann man, glaube ich, gut sehen, er ist relativ hell. Und was hier ausgewaschen und verbrannt ist, ist eigentlich der Humus.
Und hier, also quasi am Feldrand, da sehe ich also, wie schön der zusammenhält. Er ist ganz stark verwurzelt, er ist ganz dunkel. Da kann ich also schon mal sagen, der hat einen hohen Humusanteil und ist deswegen deutlich besser als der. Das heißt, diese Eigenschaft, schlecht, gut, das ist eigentlich ausschließlich etwas, was wir Menschen dem Boden zufügen. Oder? Wie ist er denn von Natur aus, wenn wir jetzt völlig unsere Finger von lassen? Ja, also sagen wir mal, in der Natur gibt es eigentlich keine schlechten Böden. Mhm. Also der Natur ist das erstmal egal. Also wenn ich da einen Sandboden habe, findet die Natur das toll. Weil es ist das Schöne an der Natur, sie hat für alles was gefunden. Dann nimmt sie halt bestimmte Pflanzen, die auf Sandböden wachsen. Und wenn es matschig ist, dann nimmt sie eine Binse oder einen Rohrkolben. Also der Natur, in der Natur gibt es keine guten Böden oder schlechten Böden. Das ist also wirklich eher ein, sag ich mal, landwirtschaftlich geprägter Begriff. Mhm. Wo wir also sagen, das ist ein guter Boden für Mais oder es ist ein guter Boden für Kartoffeln. Aber ein guter Boden für Kräuter sieht zum Beispiel völlig anders aus. Also wenn Sie einen Thymian jetzt in diesem Boden hier pflanzen würden, der würde sich gar nicht wohlfühlen. Da kippen Sie lieber eine Karre Bauschutt drauf und ein bisschen Sand und Schotter und der Thymian findet das super. Weil wenn Sie den hier reinpflanzen, dann schmeckt er im Grunde wie Gras und macht viel zu lange Zellen und geht kaputt. Das ist ein Spezialist für arme Böden. Also deswegen gut und nicht gut gibt es so eigentlich erstmal nicht in der Natur. Jetzt haben wir vorhin schon ein paar Mal einen ganz, ganz wichtigen Bodenbewohner angesprochen, der für die Fruchtbarkeit des Bodens sorgt. Und den müssten wir Menschen eigentlich so lieb haben, weil er so wichtig ist, dass wir ihm eigentlich eine Comicfigur widmen müssten. Guten Tag, darf ich mich vorstellen? Ich bin Rudi, Rudi Regenwurm. Viele wissen es nicht, aber wir sind die heimlichen Stars des Bodens. Biologen nennen unsere Familie Lumbricidae. Wir lieben guten Boden. Bis zu 400 von uns teilen uns den Platz unter einem Quadratmeter Oberfläche. Ganz schön eng manchmal. Meine Hobbys sind Graben, Fressen und Verdauen. Wir ziehen Laub und Pflanzenreste hinab in unser Reich. Damit es in meinen Gängen hübsch gepflegt bleibt, benutzen wir Außentoiletten. Meine Häufchen sind Humus, gesunder, nährstoffreicher Boden. Das hilft bei saurer Erde. Meine Gänge lockern außerdem den Boden auf und belüften ihn. Lange galten wir als Schädlinge. Dann rettete ein kauziger Brite namens Charles Darwin unseren Ruf. Er widmete uns 1881 ein ganzes Buch. Jahrzehntelang hatte er meine Ahnen studiert und liebevoll mit ausgewählten Speisen versorgt. Oder getestet, wie wir auf Klaviermusik reagieren. Ich geb's zu, wir können eigentlich nicht viel. Wir sehen und hören nichts und stumm sind wir auch und können kaum riechen. Trotzdem war Darwins Fazit, wir Regenwürmer, also auch ich, sind eins der bedeutungsvollsten Tiere der Erde und sind gar nicht dumm. Wir sind engagierte und selbstständig tätige Stollenbauer. Unsere Gänge können mehrere Meter in den Boden führen und helfen, Regenwasser abzuleiten. Ich mag übrigens keinen Regen, anders als unser Name vermuten lässt. Ich habe dann Angst, in den eigenen vier Wänden zu ersticken. Dann lieber schnell nach oben. Eigentlich blöd, weil hier oben lauert hinterhältiges Federvieh. Und die Sonne ist ganz schlecht für meinen Teint. Das Gerücht, dass man unsereins zerteilen kann und dann zwei weiterleben, stimmt übrigens nicht. Wir haben doch nur einen Mund, genau wie ihr. Ich bin einer der wichtigsten Helfer, wenn es um gesunden, fruchtbaren Boden geht. Und das Beste, wir machen das für euch ganz umsonst. Es lohnt sich also, uns gut zu behandeln. Dann können wir über 8 Jahre alt werden. Ein absolut großartiger Film, wie ich finde. Ja, und da haben wir doch mal den Stellenwert des Regenwurms sehr gut rausgearbeitet. Ich habe die fast so lieb, dass ich mir die als Haustiere züchten möchte. Kann man ja machen, denn es gibt sowas wie ein Wurmcafé und das ist gleichzeitig im Grunde genommen auch sowas wie ja, eine private Kompostmaschine, die man sich ins Haus stellen kann. Großartig. Wie funktioniert das Ganze? Ja, also erstmal funktioniert es völlig ohne Maschine. Das ist erstmal das Schöne. Stimmt. Ja, also das heißt, Maschine ich brauche war das falsche Wort. Genau. Sondern das sind ja alles nur biologische Prozesse, die hier vonstatten gehen. Also ich kann im Prinzip hingehen und den Komposthaufen in meinem Zimmer machen. Ich brauche irgendeine Box, das kann sowas sein, da ist es schon vorbereitet. Es kann aber auch im Prinzip eine Holzkiste sein. Mhm. Und in diese Holzkiste rein kommt erstmal organisches Material.
Also was ich in der Küche über habe, mein Salat, das können wir uns mal angucken. Genau. Ne, also das sind hier Salat und Möhren und alles Mögliche. Und das ist das Lieblingsessen der Würmer. Das heißt, in dieses Wurmcafé oder in diese Wurmkiste setze ich Würmer rein und packe meinen ganzen Kompost, mein Kompostmaterial rein. Und dann fangen die an, das aufzufressen. Und irgendwann habe ich dann besten Humus. Irgendwann gibt es dann Erde. Also wir können mal gucken, wenn man hier mal so drin, ne? Richtig drin gräbt. Ja, da sind sie. Da sieht man also gleich. Also ich glaube, in dieser Kiste sind ungefähr 1000 Stück. Wo kriegt man die her? Die können Sie ganz normal im Internet bestellen. Zoohandel. Da gibt es ja, Zoohandel ist vielleicht eher schwierig. Ja. Also es gibt da spezielle Firmen, die züchten extra diese Würmer. Und das sind halt keine Regenwürmer. Mhm. Also jetzt nicht losgehen und im Garten alle Würmer rausziehen, sondern das sind richtige Kompostwürmer. Die leben eigentlich nur in dieser oberen Schicht und zersetzen halt meinen Küchenkompost. Mhm. Und das Ergebnis, das können wir uns hier drunter mal angucken. Kurze Zwischenfrage, müffelt das nicht, wenn ich mir das in die Küche stelle? Nee, also riechen Sie mal. Hier eine richtige Nase Wurm. Nö. Riecht also das, nö, riecht ganz gut. Das riecht eigentlich nach Waldboden. Ja. Ne, und das sind halt die Mikroorganismen, die so riechen. Wenn es stinken würde, wäre es ein schlechter Kompost. Mhm. Dann gucken wir einmal jetzt in die nächste Etage. Ja. Genau. Und das ist also die Etage, wo die Würmer schon fertig gearbeitet haben. Also diese Kästen, die haben von unten Löcher. Mhm. Das heißt, die Würmer futtern also das organische Material weg. Wenn es alle ist, gehen sie eine Etage höher. Und überbleibt jetzt eigentlich der richtige Wurmkompost. Das ist ja genial. Also all das ist einmal durch einen Wurm gegangen. Ja. Und das Wasser kommt auch unten noch raus? Dann genau, also das ist quasi die eine Ernte. Und dann gibt es natürlich Feuchtigkeit in so einem System. Und diese Feuchtigkeit, die kann man hier über diesen Hahn nachher ablassen. Und dann habe ich das sogenannte Wurmwasser. Das sieht jetzt also so ein bisschen aus wie ein Kaffee. Riecht aber anders. Und das kann ich jetzt im Grunde genommen als Flüssigdünger direkt ins Blumenbeet oder auch an meine Zimmerpflanzen geben. Das ist ein ganz schöner biologischer Flüssigdünger. Perfekt. Und passt in jeden Haushalt. Vielleicht sogar in Ihren. Infos zu dem Wurmkaffee gibt es natürlich bei uns auf der Homepage planet-wissen.de. Wir haben gesehen, wie wichtig diese Würmer sind und überhaupt natürlich viele andere kleine Organismen. Aber die Frage ist, wie setzt man dieses Wissen jetzt in der Landwirtschaft ein, damit auch ganz große Flächen, also große Böden und Flächen, gesund bleiben? Landwirt Jens Petermann, 8 Jahre nachdem ihm der Ackerboden weggespült wurde. Immer noch betreibt er Milchviehhaltung und Ackerbau. Doch die Früchte seiner Arbeit wachsen heute auf ganz anderem Boden. Er lädt uns ein, hinter die Kulissen zu schauen. Vieles hat sich verändert, vor allem die Bodenbearbeitung. 750 Hektar Acker bestellt er jedes Jahr. Seine Böden am Rande des Oderbruchs sind arm, viel Sand, wenig Lehm. Er versorgt sie nach wie vor mit Staldung, bringt pro Hektar aber nur noch ein Drittel der Menge im Vergleich zu früher aus. Denn der Dung wird nicht mehr eingearbeitet, sondern nur noch flächig aufs Feld gestreut, hier auf Winterweizen. Jedes Einarbeiten, meint Petermann, bringt zu viel Sauerstoff in den Boden, was die Humuszersetzung beschleunigt. Das will er nicht mehr. Der Dung soll vielmehr seinen Boden schützen und die Bodenorganismen ernähren. Der Natur wieder auf die Finger schauen, das sei das Gebot der Stunde, meint Petermann. Sein großes Vorbild ist der Wald mit seinen geschlossenen Stoffkreisläufen. Der Boden hier ist immer bedeckt und kann viel Wasser speichern. Außerdem ist er voller Lebewesen, die Laub in nährstoffreichen Humus verwandeln. Deshalb bleiben jetzt immer Pflanzenreste vom Vorjahr bei Petermann auf dem Feld, als Bodennahrung. Den Winterweizen darauf sät er, ohne die Bodenoberfläche zu verletzen. Schneidscheiben schlitzen die Erde leicht auf. Das Saatgut wird abgelegt und der Boden sofort wieder verschlossen. Direktsaat nennt sich das Verfahren. Ähnlich kommt bei ihm der Mineraldünger in den Boden.
punktuell injiziert mit Hilfe einer Nadel, ähnlich einer Spritze beim Doktor. Wieder wird dabei die Erdoberfläche geschont. Und der Dünger wirkt dort, wo er wirken soll. Außerdem wird er vom Regen nicht ausgewaschen und gelangt damit nicht ins Grundwasser. Kahle Ackerböden gibt es bei Jens Petermann schon lange nicht mehr. Seine Felder sind, wie der Waldboden, immer von Pflanzen bedeckt. Auch im Winter, wenn Frost, Regen und Wind besonders angreifen. Dieses Feld ist sogar mit 4 Ackerkulturen bestellt, als Bodenvorbereitung für den Maisanbau. Schülern, die sich für den Landwirtschaftsberuf interessieren, zeigt er seine Bodenerfolge. Es ist das Ergebnis 8 Jahre langer harter Arbeit. Sein Boden lebt und beginnt wieder Humus zu bilden. Tja, viele Menschen freuen sich über Geschenke zu Weihnachten. Sie freuen sich über Regenwürmer. Was ist das für ein Gefühl, wenn Sie losbuddeln und auf diesem einst kargen Boden plötzlich oder innen drin die ersten Würmer entdecken? Ja, es ist ein gutes Gefühl, weil einem bewusst wird, ich habe ja gesagt, die Biologie war fast weg. Und wenn ich dann Regenwürmer sehe, die sind für mich Indikatoren für Biologie. Und wenn es schon diese relativ großen Lebewesen gibt, die ich mit dem bloßen Auge erkennen kann, dann gehe ich einfach davon aus, dass die Kleinen auch da sind. Mhm. Und das gibt mir Mut und Hoffnung, dass die Bodenbiologie auf dem besten Weg ist. Sie haben ja Ihren Umgang mit dem Boden völlig umgekrempelt. Welches sind die 3 wichtigsten Maßnahmen, die Sie in Zukunft immer treffen werden? Die 3 wichtigsten Maßnahmen, also eine ganz wichtige Maßnahme ist, den Boden an der Oberfläche zu schützen vor Wind, Sonne und allen mechanischen Einflüssen, die dem Boden schaden können. Womit? Mit einer Mulchauflage, mit einem grünen Bewuchs, einfach, dass der Boden an der Oberfläche geschützt ist und nicht der Austrocknung und auch nicht den physikalischen Einflüssen ungeschützt ausgeliefert ist. Mhm. Der nächste Punkt ist, Fruchtfolgen oder Anbausysteme zu kreieren, die berücksichtigen, dass Bodenleben Futter braucht. Also ich muss umdenken, ich produziere jetzt nicht nur eine Ernte für den Verkauf, sondern ich muss daran denken, dass die, die dort leben, auch entsprechend genug zu fressen haben. Wenn sie das nicht haben, dann verabschieden sie sich, dann werden es weniger. Mhm. Und dann verliere ich meine Biologie auch wieder. Und als drittes? Als drittes ist ganz wichtig die angepasste Düngung. Wir haben es im Beitrag schon gehört, dass durch unangepasste Düngung die Gleichgewichte gestört werden, empfindlich gestört werden. Und ich halte es für ganz, ganz wichtig, der Jahreszeit der Vegetation angepasst Düngermengen auszubringen, mit dem das entsprechende System klarkommt. Und je schlechter der Boden, desto empfindlicher ist er auf Überdüngung. Wir haben vorhin im Bild gesehen, wie der Boden durch die Flasche läuft. Ich sage dann immer, der Boden hat Durchfall. Ja? Also der Boden ist in einem so schlechten Zustand, dass er Durchfall hat. Das ist sinnbildlich für diesen Flaschenversuch. Mhm. Eben gerade im Film auch gesehen, dieses Direktsaatverfahren, was ja auch nur wenige Ihrer Kollegen anwenden. Warum eigentlich? Das Komplizierte an diesem Verfahren ist, dass wenn ich denke, dass der Boden dieses Verfahren verträgt, dann kann ich auch Schiffbruch erleiden. Das war bei mir auch in vielen Fällen der Fall, wo ich dachte, jetzt legst du los, du weißt jetzt, wie es geht. Wenn der Boden aber nicht in dem Zustand ist, den er braucht, um dieses Verfahren erfolgreich durchzuführen, dann erleidest du Schiffbruch. Und dann sagen auch alle, die skeptisch sind, ich habe es gewusst, es funktioniert nicht. Mhm. Also man muss, ein ganz wichtiges Instrument auf dem Betrieb ist der Spaten. So dass man, bevor man etwas plant, bevor man etwas angeht an Arbeit, sich vorher mit dem Spaten im Boden davon überzeugt, was will ich jetzt eigentlich tun? Den Boden gesund und fruchtbar zu halten im eigenen Garten, das will, glaube ich, jeder. Und wir haben Ihnen jetzt mal eine Methode rausgesucht, die ja extrem wenig arbeitsaufwendig ist. Das sind Hühner bei der Gartenarbeit. Ihr Auftrag lautet, scharren, bis das Gras weg ist. Denn das müsste sonst der Mensch übernehmen. Mühsame Arbeit. Der Hühnertraktor ist ein Musterbeispiel für die sogenannte Permakultur. Dauerhafte Landwirtschaft, die möglichst wenig Arbeit macht. So, Mädels, Umzug. Gut gefrühstückt? Ja,
Die Zutaten, ein altes Trampolin und ein paar Hühner. Von solchen Erfindungen profitieren alle Beteiligten. Ein, zwei. Für die Hühner ist es natürlich toll, die kommen immer wieder auf ein neues Stück Land. Das heißt, sie infizieren sich nicht so schnell mit Krankheiten. Das ist ja immer das Problem, wenn man Tiere auf einer Stelle hält. Und sie kriegen immer frisches Futter. Also, weil man muss nicht so viel zufüttern, weil sie immer wieder was Neues kriegen. Und der Mensch hat quasi den Vorteil, dass die Fläche vorbereitet ist für Gemüseanbau. Super. Dieses frische Beet geht auf das Konto des Hühnerteams. So nehmen die fünf dem Gartenbesitzer die harte Arbeit des Umgrabens ab. Volker Kranz hat Kunden im ganzen Oldenburger Land. Permakultur ist sein Spezialgebiet. Manchmal gönnt sich der Landschaftsgärtner eine Pause in Prinzhöfte bei Bremen. Mit diesem Permakulturprojekt fing Anfang der 80er Jahre alles an. Die Natur ist in der Permakultur maßgebend. Ein Garten, der sich selbst erhält und kaum Arbeit macht, wenn man die einzelnen Bestandteile richtig kombiniert. Hier sehen wir quasi einen Klassiker der Permakultur, die sogenannte Sonnenfalle. Das ist also eine Gehölzpflanzung, die sich einmal halbrund um den Gemüsegarten zieht und die nach Süden geöffnet ist. Der Effekt dieser Sonnenfalle ist, dass die Sonne halt reinscheint und wiedergespiegelt wird. Ist auch eine gewisse Reflexion. Und vor allen Dingen wird der Wind abgehalten. So schaffe ich also ein relativ gutes Kleinklima für das Gemüse. Es wird also wärmer, als wenn ich jetzt einfach eine offene Fläche hätte. Windschutz und Obstgarten in einem. Alle Pflanzen haben übrigens eines gemeinsam. Sie sind essbar. Ja, das wäre ja was für mich, die Sache mit den Hühnchen. Ne? Das heißt, ich bleibe im Bett und die Hühner machen die Gartenarbeit für mich. Ist doch super. Genau, also so funktioniert es im Prinzip. Aber entscheidend ist halt, dass das Bett im Gemüsegarten steht. Natürlich. Also das ist, es gibt so einen schönen Spruch, der beste Dünger ist der Schatten des Gärtners. Hm. Das heißt, eine wesentliche Aufgabe, finde ich, von Gärtnern ist, zu gucken, was passiert eigentlich um mich herum. Und es hat also nichts zu tun mit, ich muss jetzt nichts mehr machen. Ne? Sondern es hat damit zu tun, welche Dinge kann ich sein lassen. Also wir sprechen da von der sogenannten Nicht-Tun-Landwirtschaft. Das heißt, bestimmte Dinge tue ich nicht, weil sie sind jetzt gar nicht nötig. Und es hat nichts zu tun mit nichts tun. Das heißt, ich lege mich in die Hängematte und alles passiert von selbst. Okay, dann müssen Sie uns aber noch mal diesen Begriff der Permakultur ein bisschen differenzieren. Zwei Aspekte haben wir davon schon gesehen. Perma ist immer, übersetze ich mir immer, was mit lang anhalten oder anhalten. Genau, von permanent agriculture, also dauerhafte Landwirtschaft. Das ist eigentlich, so ist dieser Begriff geprägt worden. Und der kommt eigentlich aus der Analyse komplexer Ökosysteme. Das heißt, man hat sich angeguckt, wie funktioniert das denn eigentlich da draußen? Wieso ist ein Regenwald so produktiv? Wieso sind die produktivsten Ökosysteme, Flussufer? Das Watt zum Beispiel ist wahnsinnig produktiv. Und was passiert da und können wir uns da was abgucken? Und der Australier Bill Mollison, der diesen Begriff geprägt hat und dafür auch irgendwann den alternativen Nobelpreis bekommen hat, weil man gesagt hat, das ist wirklich eine bahnbrechende Idee, so komplex auf Landwirtschaft zu gucken. Der hat also geguckt, wie lassen sich solche komplexen Systeme, was ja jeder Hof, jeder Garten im Prinzip ist, wie lassen die sich so designen, dass es sehr ähnlich an den Funktionsmechanismen von Ökosystemen sich orientiert. Ich habe jetzt mehrfach komplex gehört, ganz wichtiges Wort dabei. Ja, in meinem Garten das umsetzen möchte. Vielleicht können Sie mir einfach zwei Punkte nennen, auf die ich achten soll. Womit muss ich anfangen? Also ich finde, das Allerwichtigste ist zu gucken, haben die Dinge, die in meinem Garten schon existieren oder die ich dazu holen will, was miteinander zu tun? Das können Sie sich wie eine soziale Gruppe vorstellen. Sie können die Kinder von den Alten und von den Mittelalten isolieren und es passiert nichts. Und erst in dem Moment, wo die Gruppen sich austauschen können, da beginnt eigentlich das Leben. Und das wäre genau die Frage halt im Garten. Gibt es Dinge, die noch nichts miteinander zu tun haben, die ich aber zusammenbringen kann und dann fangen die an, gemeinsam zu arbeiten. Also das ist quasi der erste Weg, ein komplexes System zu schaffen. Mhm.
Und die zweite Frage wäre, was an Aktivität, was ich im Moment mache, kann ich eigentlich lassen? Mhm. Also was ist eigentlich nur unser Arbeitsbegriff? Ich muss abends kaputt sein, dann war es irgendwie ein toller Arbeitstag. Viel besser ist natürlich, ich habe heute gar nichts gemacht, ich habe nur beobachtet und da mal ein bisschen manipuliert und konnte also die gleichen Erträge vielleicht erzielen, ohne dass ich abends kaputt ins Bett falle. Das finde ich schon toll. Ja, wird mir auch immer sympathischer. Wir beobachten gemeinsam. Ja, manchmal kann man auch etwas in anderen Kulturen beobachten, was sehr sinnvoll ist. Es gibt ein Rezept für sagenhaft fruchtbaren Boden, mehrere hundert Jahre alt. Und dieses Rezept kommt von sehr weit her. Rote Beete, groß wie ein Handball. Zucchinischeiben, groß wie Kuchenteller. Lauch, dick wie ein Staubsaugerrohr. Das Geheimnis der Gemüsegiganten hat seinen Ursprung hier, mitten im Regenwald des Amazonas. Es ist ein vergessenes Geheimnis der Indios, das Wissenschaftler wiederentdeckt haben. Ein ökologischer Schatz. Die Terra Preta, schwarze Erde auf Portugiesisch. Ein Ackerbodenwunder vor vielen hundert Jahren von Menschen gemacht. Aus Holzkohle, Dung und Küchenabfällen. Bis zu mehrere Meter dick bedeckt die schwarze Erde an vielen Stellen den Regenwaldboden. Die enthaltene Holzkohle speichert viel Wasser und Nährstoffe. Aber sie ist nicht das ganze Geheimnis des wahrscheinlich fruchtbarsten Ackerbodens der Welt. Schon lange versuchen Wissenschaftler fieberhaft herauszufinden, warum die Terra Preta die Nährstoffe so lange speichern kann. Was die Erde der Indios so fruchtbar macht, war für die Wissenschaft lange ein Rätsel. Dann wurde das Geheimnis im pfälzischen Hengstbacher Hof gelüftet. Dort sind Joachim Böttcher und seine Kollegen der Firma Areal bei Versuchen auf das Rezept der Terra Preta gestoßen. Sie ist nahezu originalgetreu und sogar für pfälzische Hühner attraktiv. Der Grundstoff für die Terra Preta ist biologisch reine Holzkohle. Dazu kommen Grünschnitt und Gärreste aus einer Biogasanlage. Die Masse wird mit Bakterien und Pilzen angereichert und gelagert. Nach zwei Wochen ist die Terra Preta fertig für den Einsatz im Versuchsgarten. Die Ergebnisse sind erstaunlich. Riesengemüse, das außerdem ausgezeichnet schmeckt. Der Ertrag pro Pflanze ist bis um das Vierfache höher als auf herkömmlichem Boden. Ja, da fragt man sich, warum wendet das nicht jeder im Gemüsegarten an? Ja, ich weiß gar nicht, ob das sinnvoll wäre. Also man muss bei dieser Terra Preta halt gucken, es macht auf bestimmten Böden macht es vielleicht Sinn. Also wenn ich jetzt sehr arme, sehr sandige Böden habe, und bringen da Terra Preta auf, ist es, was die Versuche bislang zeigen, sehr, sehr erfolgreich. Mhm. Also ich habe wirklich ein viel besseres Bodenlebewesen, ich habe viel mehr, einen viel höheren Ertrag. Also das scheint gut zu funktionieren, aber das ist eigentlich wie bei der Medizin, das ist halt nicht ein Rezept, was überall passt. Mhm. Also wenn ich sowieso schon einen guten Boden habe, dann kann ich mir eigentlich diesen Aufwand mit der Terra Preta, finde ich, sparen. Weil auch das braucht ja viel Energie, viel Kümmern und es ist immer die Frage, muss ich das tun? Ja. Bringt mich das wirklich weiter? Aber es ist eine tolle Sache eigentlich. Ja. Es gibt nicht nur im Amazonas solche tollen Phänomene, sondern auch noch in anderen Gegenden. Ich habe etwas von essbaren Wäldern gehört. Ja, was hat es damit auf sich? Das ist ein wichtiges Element quasi der Permakultur. Also wir gucken bei der Permakultur halt immer, wie lassen sich landwirtschaftliche Systeme entwickeln, die möglichst stabil sind. Und das Stabilste, was wir kennen, sind halt Wälder. Also in Deutschland wären eigentlich 90% unseres Landes wäre eigentlich mit Wäldern bedeckt. Und es macht natürlich Sinn, dann zu gucken, wenn das Ziel der Natur ist, immer Wälder zu machen, kann ich nicht die Wälder landwirtschaftlich nutzen? Und es ist tatsächlich so, das ist in Europa noch ein sehr junges Phänomen, aber in Asien, Afrika, Südamerika ist das eine jahrtausendalte Tradition. Die pflanzen wirklich komplette Wälder, also auch mit all den Systembestandteilen, die so ein Wald haben muss. Und ich kann alles essen. Ja, das was heißt, zum Beispiel könnten Sie jetzt an Tannen essen? Na, an Tannen, ja genau. Ich muss natürlich gucken, welche Bäume sind sinnvoll. Ne? Ich würde jetzt die Tanne zum Beispiel rausnehmen und würde zum Beispiel eine Süßeiche pflanzen. Da kann ich also die Eicheln essen wie Esskastanien.
Oder ich würde einen Gemüsebaum pflanzen, da ernten sie, oder einen Knoblauchbaum, da ernte ich einfach die Blätter, packe das in meinen Salat oder in mein Gemüse und baue nicht mühsam den Spinat an, sondern das ernte ich gleich von den Bäumen. Und so kann ich wirklich komplexe Waldsysteme schaffen, die für mich oder die für den Menschen nutzbar sind. Das klingt toll. Sich selbst sein Essen anzubauen, liegt ja voll im Trend. Und an der Stelle wollen wir mal so ein bisschen rausgucken zu Ihnen, unseren Zuschauern. Wie halten Sie es denn mit der Gartenarbeit? Haben Sie einen Garten oder wenn auch, züchten Sie vielleicht was auf dem Fensterbrett oder so? Wie machen Sie das? Was sind Ihre Tricks dabei? Kaufen Sie sich Erde im Baumarkt oder holen Sie sich irgendwo vom Acker was? Sie dürfen uns auch gerne Fotos schicken, wenn Sie möchten. Das können Sie alles auf Facebook posten und zu unserem Facebook-Profil kommen Sie über planet-wissen.de. So, jetzt hatten wir es ja in dieser Sendung vorrangig mit der konventionellen Landwirtschaft. Aber natürlich ist der Schutz und der Umgang, der richtige Umgang mit Böden auch beim ökologischen Ackerbau ein Thema. Sein Boden ist ihm wichtig. Gesund soll er sein, voller Leben. Unter anderem deshalb ist Uli Zerger Biobauer geworden. Im Ökolandbau gehört die Pflege des Bodens zu den wichtigsten Zielen. Wir versuchen mit organischem Dünger tatsächlich die Qualität des Bodens zu verbessern und zu erhalten, denn der Boden wird auch in Zukunft für nachfolgende Generationen benötigt. Zum organischen Dünger gehört auch Luzerne, die der Agrarökonom Uli Zerger in den Acker pflügt. Luzerne lockert den Boden auf, reichert ihn mit Stickstoff an und die untergepflügte Pflanze erhöht den Humusanteil im Boden. Wird die Luzerne nicht untergepflügt, erntet Uli Zerger sie als Viehfutter. Ackerbau und Viehzucht gehören im Ökolandbau zusammen. Ein paar Kilometer weiter stehen die Kühe auf dem Hof von Armin Steuerwald Ludwig. Die Luzerne hat er im Silo haltbar gemacht. Der rheinhessische Landwirt steht auf Luzerne als Futter für seine Tiere. Erstens stammt sie aus heimischem Anbau, so wird wenig Energie für den Transport verbraucht. Und zweitens, im Gegensatz zu importierten Kraftfutter aus Soja oder Getreide, ist Luzerne für seine Tiere artgerecht und bekömmlich. Die gesunde Futtermischung wird von den Kühen zu kostbarem Naturdünger veredelt. Der Dung wird immer wieder mit frischem Stroh vermengt. Ist der Mist im Stall auf eine Dicke von 60 cm angewachsen, wird er geerntet und schließlich verladen. Dann kommt er dahin, wo die Futterluzerne hergekommen ist. Auf den Biohof von Uli Zerger. Der Mist gibt dem Boden zurück, was die Pflanzen ihm an Nährstoffen entzogen haben. Ökologische Kreislaufwirtschaft. Im ökologischen Landbau sind wir darum bestrebt, die Kreisläufe zu schließen. Das heißt, wir möchten die Bereiche Pflanzenbau, Tierhaltung, Futterbau, Boden, das möchten wir zu einem Ganzen zusammenbringen. Und das ist eigentlich unser Kernanliegen. Denn damit sind wir in der Lage, Ressourcen zu schonen. Und das ist ja auch das, was die Natur uns vorlebt. Und der Boden bleibt gesund dabei. Artenreich und vital. Ökologischer Ackerbau eben und nicht Raubbau an der Natur. Herr Petermann, Sie arbeiten ja auch mit solchen Kreisläufen, allerdings als konventioneller Landwirt. Was sind jetzt die Unterschiede zum Biobauern? Der wesentliche Unterschied besteht darin, Kreislaufwirtschaft betreibe ich auch. Der Biobauer ist per Gesetz zum Homöopathen verpflichtet. Wenn ich ein Problem sehe, habe mit dem Anbausystem, mit den Tieren oder ich selber, habe ich immer noch die Möglichkeit, einen Humanmediziner zu besuchen. Also da halte ich die Gesetzeslage für nicht so ganz glücklich. Ja, darüber könnten wir wahrscheinlich noch eine weitere Sendung machen, über diese Gesetzeslage. Leider ist unsere Zeit zu Ende. Ich empfehle Ihnen das Internet, um noch mal alles über dieses Thema zu erfahren. planet-wissen.de ist die Adresse. Gucken Sie sich unseren großen Wissensbaustein an und denken Sie an meine Facebook-Frage. Wie gärtnern Sie denn zu Hause? Auch gerne mit Fotos. Ja, da bin ich ja gespannt. Herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns und Ihnen fürs Zuschauen. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.